ZSL1 CV Update wird Ihnen präsentiert von Swiss Life und dem Hotel Meiringen, Ihres Hotel im Berner Oberland. Der Leader ZRC gegen Stranglistel Sutzlicht Langnau. 17 Punkte trennen die beiden. Und die letzten 13 Heimspiele haben die Lions gegen Langnau alle gewonnen. In der laufenden Saison auch die beiden Auswärtsspiele im Emmental mit 2-1 und 3-1. Die Lions auch heute die klaren Favoriten. Das erste Überzahlspiel vom ZRC bringt Erfolg in der 14. Minute. Bringt der Chris Baltisberger der ZRC mit 1-0 in Führung einen längsten Schuss vom Verteidiger Blindenbacher ab. Und er sagt, ZRC 1, Langnau 0. Langnau zu Beginn vom zweiten Drittel eher häufiger am Böck, aber der ZRC schießt dafür das Goal. Vorstoß und der Fabrice Herzog erzielt 2-2 auf Pass von Luca Conti. Neues Resultat. ZRC 2, Langnau 1. Das Überzahlspiel ist heute die Stärke vom ZRC. Schon bei der ersten Strafe hat der ZRC 1-0 erzielt, dank dem Chris Baltersberger. Und bei der zweiten Strafe nochmal ein Erfolg. Das Mal der Severin Blindenbacher töpft zum 3-1. Und es heisst ZRC 3, Langnau 1. Severin Blindenbacher zum besten Spieler vom Match gehört worden, vom ZRC, aber wahrscheinlich nur ein kleiner Trost für die Niederlage. Ja, bringt uns am Schluss auch nicht viel. Und irgendeiner muss ja sein. Ich glaube, wir haben nicht unser bestes Match, unser bestes Hockey gezeigt. Wir hatten irgendwie Schwierigkeiten gehabt gegen ihr System. Wir sind irgendwie immer so ein bisschen aufgelaufen. Nach dem 3-1 hat man das Gefühl gehabt, es läuft, der Match, den haben wir. Es wäre dann der 14. gewesen. Es war nicht so. Naja, irgendwie zwei dumme Gegengole bekommen, 2-1. Und dann nachher war es ein Gegengol von mir. Irgendwie ist der Böck heute nicht so für uns gelaufen. Ein bisschen Pech von dir, wunderbares Goal gemacht und nachher nur den Pfosten getroffen. Ja, das kann man so sagen. Ja, ich hätte lieber 2 Goal geschossen heute, aber ja, so ist es normal im Sport. Toi, 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 Severin, bis zum nächsten Mal. Und danke vielmals, auch wenn man verloren hat, kommt man. Und wie immer ein hervorragender Interviewpartner. Merci. Immer wenn der ZRC verloren hat, dann nimmt man am meisten den Captain Matthias Seeger, deine nüchterne Analyse. Ja, ich glaube, wir haben 30 Minuten haben wir wirklich gut gespielt, haben sehr viele Chancen können kreieren. Es waren auch 3-1 in Führung, könnten eventuell ein bisschen höher in Führung sein. Ich glaube, dann haben wir wahrscheinlich ein bisschen zurückgesteckt, haben nicht mehr alles 100%ig gemacht, haben so lange noch ein bisschen Raum gegeben. Und der Raum konnte sich nützen, zum Spiel zurückzukommen. Ja. Du sagst, beim 3-1 hat es gut ausgesehen. Mein Eindruck, dann ist mir etwas überheblich geworden und er denkt, man hat ihn schon im Sack. Es wäre der 14. Erfolg gewesen gegen Langnau. Ja, das stimmt. Eben. Wir haben sicherlich ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Ich meine, der Match sei gelaufen. Aber egal wie der Spielstand ist, ich glaube, wir müssen lernen, über 60 Minuten konzentriert unser Spiel durchziehen und das haben wir heute weiteres Mal nicht gemacht und sind bitter bestraft worden. Ganz ein kleiner Trost, der Zug hat verloren. Ja sicher, aber ich glaube, wir müssen auf uns schauen, wir müssen unsere Leistung verbessern, dass wir besser gewappnet sind auch dann auf Playoff. Das ist jeder Captain Matthias Seeger, wie immer, wenn der ZRC verliert, er bei mir Gast. Ja.